Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute, wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin, hier stehen ganz viele Zuschauer, dazu aber später mehr. Heute unser Thema, Optionen auf ETFs oder Aktien, was ist besser und was sollte man beachten? Heute geht es um eine Frage, die wir bekommen haben, und zwar, wir sprechen ja oft über Aktien-ETFs und wir hatten zuletzt auch mal über den Aufbau eines langfristigen Portfolios gesprochen und unter anderem, dass man sich ja Aktien kaufen kann und dann auf diese verschiedenen Aktien natürlich immer Optionen verkaufen sollte, um einfach zusätzliche Einnahmen zu produzieren. Jetzt ist es natürlich so, oder beziehungsweise der Fragesteller hat jetzt gesagt, na gut, was ist denn, wenn ich jetzt beispielsweise 20, 30, 40 verschiedene Aktien habe, dann muss ich ja immer 20, 30, 40 verschiedene Optionen verkaufen. Das ist natürlich ein großer Aufwand, was die Kommissionen betrifft, aber auch natürlich das Handeln von so vielen Positionen. Wäre es denn nicht besser, wenn man sagen würde, man kauft sich beispielsweise einen ETF, der all diese Aktien abdeckt, also zum Beispiel einen Dividenden-ETF, und verkauft dann auf diesen ETF entsprechende Optionen? Das ist natürlich eine interessante Frage und jetzt gehen wir der Sache mal nach. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer ETF und einer Aktienoption? Wenn man das mal vergleicht, wenn ihr also mal anschaut, eine ETF-Option, eine Aktienoption, dann werdet ihr feststellen, dass Aktienoptionen in der Regel immer etwas teurer sind als ETF-Optionen. Und das liegt ganz einfach daran, dass ETF-Optionen ja immer aus einem, also wenn man sich so ein ETF vorstellt, dann ist das ja immer ein Korb. Das sind jetzt, was weiß ich, 30, 40, 50 oder wie beim S&P jetzt 500 verschiedene Aktien drin. Und damit ist natürlich das Risiko, was einer einzelnen Aktie beinhaltet, sehr stark reduziert, weil natürlich die vielen anderen Aktien, die drin sind, das Ganze immer etwas ausgleichen. Das heißt also, dieses Einzelaktienrisiko, das wird in einem ETF sehr stark eliminiert und damit natürlich auch bei den Optionen sehr stark ausgepreist. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise, egal ob es jetzt, hier ist es ein ETF und hier ist jetzt eine Aktie, egal ob ich jetzt Calls verkaufe oder ob ich jetzt Puts verkaufe, ich werde für die einzelnen Aktien immer mehr Prämie für die Optionen bekommen als in einem ETF. So, das heißt, das spricht schon mal eindeutig dafür, dass ich lieber Aktienoptionen als ETF-Optionen verkaufen sollte. Gibt natürlich aber auch einen Vorteil von ETF-Optionen und der ist natürlich der, dass ich auf der einen Seite natürlich dieses Einzelaktienrisiko raus habe, aber der andere Vorteil ist natürlich der, dass ich bei einer Aktie immer das Risiko der Earnings habe. Gerade bei amerikanischen Aktien, alle 4 oder alle 3 Monate kommen ja die Quartalszahlen. Das heißt, ich muss alle 3 Monate mal mit einer besonderen Bewegung rechnen. In einem ETF, der S&P 500 veröffentlicht keine Quartalszahlen. Das heißt, die einzelnen Aktien, die hier drin sind, die machen das zwar, aber der gesamte ETF hat natürlich jetzt nicht plötzlich an einem Tag 20%, einen 20% Sprung, weil er jetzt gute oder schlechte Unternehmenszahlen gebracht hat, was hingegen bei der einzelnen Aktie schon passieren kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wenn wir sagen, wir verkaufen permanent Optionen auf Aktien, dann ist natürlich so, dass wir immer mal, wenn Earnings sind, einzelne Aktien sagen, ah, bei der machen wir jetzt mal nichts, beim ETF könnte ich das permanent machen. Wenn wir allerdings Calls verkaufen, das heißt also, dass wir sagen, okay, wir haben Aktien long oder eben den ETF long und es geht nach oben, dann würde ich doch wieder hier die Aktie bevorzugen. Warum? Weil es natürlich einfach mehr Prämie gibt, weil ja genau dieses Einzelaktienrisiko natürlich in den Prämien der Optionen entsprechend berücksichtigt sind. So, noch ein letztes Wort und zwar zum Thema Kommissionen. Mir war ja gesagt in dieser Anfrage, naja, wenn ich jetzt 40 verschiedene Aktien habe, dann muss ich ja 40 verschiedene Optionen verkaufen und das heißt, ich muss ja 40 mal Gebühren bezahlen. Letztendlich ist es aber beim ETF nichts anderes, weil wenn ich jetzt sage, ich habe angenommen, ich habe jetzt 40 Aktien und in jeder hätte ich $5.000 drin, so, dann muss ich natürlich um das gleiche Ergebnis erzielen, wie ist das jetzt, 200.000, so. Dann muss ich natürlich, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, für $200.000 auch den ETF kaufen. Und das wird dann in der Regel nicht einer sein, sondern das werden dann viele 100 Stück sein. Und das heißt, ob ich jetzt hier bei 40 Aktien 40 verschiedene Optionen verkaufe und damit 40 mal Kommissionen bezahle, oder ob ich jetzt beim ETF
40 Optionen auf den ETF verkaufe und damit 40 Mal die gleiche Kommission bezahle, das spielt letztendlich keine Rolle. Das heißt, die Commissions werden sowohl hier als auch hier die gleichen sein. Und deswegen für ein langfristiges Portfolio spricht aus meiner Sicht viel, viel mehr dafür, hier Aktien zu kaufen anstatt eines ETFs. Vor allem, weil man eben auch, gerade was das Nachkaufen angeht, ja immer mal sagen kann, okay, ich habe jetzt, schauen wir uns den kleinen Crash im August jetzt an, einige Aktien sind stark gefallen, bei denen hat es sich gelohnt nachzukaufen, andere sind gar nicht gefallen. Was ist denn, wenn ich jetzt so ein ETF nur habe, sage ich, mein ganzes Geld kommt in den S&P 500 und ich kaufe immer erst nach, wenn der 20% fällt. Dann hätte ich natürlich jetzt im August gar nichts kaufen können. Einzelne Aktien konnte ich aber teilweise 30% billiger kaufen. Das hat sich also gelohnt. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, langfristig für ein langfristiges Portfolio, wer mit Optionen handeln will, in Verbindung mit Aktien, lieber die Aktien direkt kaufen anstatt des ETFs. Wer sagt, ich möchte nur einfach passiv am Markt bleiben, ohne Optionen und will einfach nur den breiten Markt haben, der kann natürlich hier durchaus so einen Dividenden-ETF nehmen und kann das dann genauso kaufen. Das habe ich euch gesagt, ich mache das heute hier unter Beobachtung und wer das ist, das seht ihr jetzt gleich. Denn eins dürfen wir nicht vergessen. Wir treten nicht für den Jackpot, sondern für das regelmäßige Einkommen.